Entfernen. Entferne dich nicht zu sehr von deinen Idealen. Entfernen heißt irgendwo weggehen, weit weggehen. Es gibt auch den Ausdruck, dass man etwas entfernt, also bewirkt, dass etwas nicht mehr da ist. Man kann einen Fleck auf einem Kleidungsstück entfernen, man kann einen Lache auf dem Fußboden entfernen. Aber vor allen Dingen kann man sich von etwas entfernen. Man kann weggehen, man kann wegfahren und man könnte sich entfernen von seinen Idealen. Genau das sollte man vermeiden. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, was ist der Sinn meines Lebens? Was sind meine Ideale? Wonach will ich streben? Was sind meine ethischen Prinzipien? Was sind meine tiefsten Anliegen? Und wenn du weißt, was der Sinn deines Lebens ist, was das Ziel deines Lebens ist, dann ist es schon mal gut. Dann geh in diese Richtung. Wenn du es nicht weißt, dann überlege wenigstens, was sind meine tiefen Anliegen? Was will ich Gutes bewirken in dieser Welt? Was will ich bewirken? Was will ich Gutes bewirken? Und dann sei dir weiter bewusst, was sind ethische Prinzipien? Vom Yoga her spricht man von den ethischen Prinzipien, die für alle Menschen gelten sollen. Ahimsa, nicht verletzen. Satya, Wahrhaftigkeit. Asteya, Ehrlichkeit. Ahimsa, Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Aparigraha, Unbestechlichkeit und andere nicht bestechen. Das sind wichtige Ideale. Und dann heißt das, was heißt das jetzt konkret? Ahimsa kann heißen, dass du andere nicht verletzt, dass du andere nicht kränken willst, dass du die Bedürfnisse anderer mit berücksichtigen willst. Satya heißt vielleicht, dass du nicht zu sehr übertreibst und dass du bei der Wahrheit bleibst. Du kannst überlegen, was heißt Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Das hängt natürlich auch davon ab, hast du einen Partner, hast du keine Partnerin, habt ihr euch Treue gelobt und so weiter. Wie geht ihr miteinander um? Es ist wichtig, sich bewusst zu werden, was sind meine ethischen Normen, was ist das, was ich tun will. Und dann entferne dich nicht von deinen Idealen, entferne dich nicht von deinen ethischen Normen, entferne dich nicht zu sehr von deinen Anliegen. Letztlich nähere dich der Bestimmung deines Lebens.